Servus, Freunde. Da bin ich wieder. Ich würde sagen, wir schnacken nicht lang rum. Machen kurz einen Prozess hier. Kommt her. Waren 3 zu viel. Bin da mit voller Motivation reinmarschiert und mit allem, was ich hatte, verkackt. Komm, den probieren wir mal aus. War gar nichts. Los auf die Eins, Junge. Scheiße. Fuck, fuck, fuck. Oh, das wird noch eine knackige Stelle hier, glaube ich. Wie wir die wegkriegen. Weiß es nicht, Freunde. Fuck, ich hab fest. Das ist einer zu viel. Knallen wir einfach 4 Gegner hin. Ja gut, soll ja auch ein bisschen knackig sein. Stehe ich auch zu. Das war heftig. Hallo. Ich muss wieder Haier machen. Ich hau mich noch mal bei dir ins Bett, Alter, ne? Lobart, alten Wemser. Das ist zu weit entfernt. Warum sage ich eigentlich immer so? Ist euch das schon mal aufgefallen? Für Leute, die schon länger meine Videos gucken, sage ich jedes Mal so. Was machen wir denn? So, so.
Ich weiß gar nicht warum. Das ist irgendwie so eine Macke, sagt man das? So, kommen jetzt nochmal 4, 8 Stück oder wann? Einmal 4 und nochmal 4. Jetzt links müsste eine Höhle sein und dann Fork sah das sein Turm. Boah, Alter, wie viele müssen wir denn noch? Oh, wir sind ja fast durch, ne? Ich würde jetzt einfach mal behaupten, die Dreie hier noch. Würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Was jetzt alles so richtig ist, was ich hier so erzähle. Weiß ich auch nicht. Okay, das hört sich nicht gut an hier. Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Lass mich in Ruhe. Das ist aber einer bockig. Lass mich in Ruhe. Okay, hier sind schon mal keine. Dann nur noch vor Xardas sein Turm. Können wir auch direkt nach Xardas laufen, würde ich sagen. Ah, guck mal. Ah, sind Gott sei Dank nur 3 diesmal. Komm. Alter. Arschloch. Der hat mir richtig geballert, der Schaden hier, ey. So, und da jetzt links auch noch welche. Oh, ein Suchender. Na, die wollen wir auch loswerden, ne? Kein Bett, ich bin tot. Da vorne waren nämlich noch welche, ne? Ja, Mann, so viele auch noch. Fuck. Ah, doch, Heiltränke haben wir. Geil. Scheiße. Hä? Ein Mist viel weniger. Lester, alten Wemser. Aber da unten, quasi unter uns, wo wir jetzt sind, da ist noch eine Höhle. Die checken wir auch nochmal. Aber sieht nicht so aus, als wenn hier noch was wäre. Ich gehe davon aus, dass wir jetzt alle Höhlen durchsucht haben, bis auf einen. Ich glaube, ein oder zwei haben wir nicht durchsucht. Aber ich glaube, das sollte nicht so, so tragisch sein. Wir quatschen jetzt einmal mit Laris und dann gehen wir direkt durch nach Xardas und berichten ihm, dass alle Drachen tot sind. Und was wir sonst so wissen. Moin, hey. Moin. Wo ist Xardas? Er ist fort und hat in seinem Turm diese Dämonenwesen zurückgelassen. Ich glaube, er will nicht, dass jemand während seiner Abwesenheit in seinem Turm herumschnüffelt. Wo ist er hin?
Das hat er nicht gesagt. Er bat mich nur darum, dir diesen Brief von ihm zu geben. Ich habe ihn gelesen. Tut mir leid. Ich war neugierig. Und? Keine Ahnung. Ich habe kein Wort verstanden, Mann. Aber eines steht für mich fest. So bald werden wir ihn nicht wiedersehen. Okay. Ich glaube, es ist ihm hier einfach zu brenzlig geworden. Und da hat er sich einfach aus dem Staub gemacht. Du siehst nicht gerade fit aus. Die Kopfschmerzen werden fast unerträglich. Und jetzt greifen mich auch noch ständig diese Echsenmenschen an. Ich frage mich, wo die alle herkommen. Ich denke, ich werde mich jetzt erstmal ausruhen. Ein Brief. Okay. Damit habe ich nicht gerechnet. Xadi, alten Wemser. Was ist los mit dir? Greg. Ja, wo ist er denn? Pfandbrief. Xadas Brief. Ich hatte vermutet, einer meiner Drachen im Miental sei die Quelle der bösen Macht. Ich habe mich geirrt. Wenn alles so gekommen ist, wie ich es vermute, wirst du jetzt nach den Hallen von Innovationen. Das Buch, das du Pyropa gegeben hast, enthält alle Hinweise, die du brauchst. Mir hätte klar sein sollen, warum die Suchenden es in ihren Besitz bringen wollen. Du musst es dir wieder beschaffen. Die Worte Xarak Bendaro werden es öffnen. Verrate sie niemandem. Ich werde mich nun wichtigeren Dingen widmen. Ich kann meinen letzten Aufgaben nicht beistehen. Nur du kannst es schaffen, die Quelle des Bösen zu bezwingen. Wir werden uns wiedersehen, Xadas. Na toll. Ja, Xadas, dann gehen wir mal hier hin. Dann würde ich mal sagen, Vatras, mein Freund, wa? Wenn ich es nicht mit eigenen Augen gesehen hätte. Mein guter alter Vatras. Machen wir nochmal Haya, damit wir hier auch safe sind, sage ich mal. So, Vatras würde ich sagen. Und dann gehen wir nach Nordhagen, hieß er, ne? Aber so groß war der Zorn Belians, dass er über das Land kam und das Tier erwählte. Das Tier erwählte? Und Belia sprach... Hey, du! Die Drachen werden keinen Schaden mehr anrichten. Ich wusste, dass du heil zurückkehren würdest. Doch die größte Hürde wirst du noch nehmen müssen. Ich weiß. Dann rüste dich gut und komm zu mir, wenn du Hilfe brauchst. Trage das Auge Innos immer bei dir, hörst du? Adanos segne dich. Okay. Okay, alles klar. Und dann gehen wir mal nach Lord Hagen. Das kann ja nicht so weitergehen. Meinst du, mir geht es besser? Davon lasse ich lieber die Finger. Torwache. Oh, was ist denn hier los? Schiffswache? Okay. Ich sehe dir doch nichts Neues. Wer stellt sich das immer so einfach vor? Das ist eine schlimme Sache. Lord Hagen, mein Freund. Die Drachen sind tot. Ich wusste, dass Innos dir die Kraft geben würde, die Drachen zu besiegen. Wo ist das Erz? Die Orks belagern immer noch die Burg im Minental. Bis die Belagerung nicht beendet ist, hat Garond keine Chance, die Burg zu verlassen. Verdammt nochmal! Wenn Garond nicht fähig ist, der Lage Herr zu werden, muss ich mich eben selbst darum kümmern. Die paar Orks halten mich nicht auf. Mich nicht! Ich habe meinen Männern bereits Bescheid gegeben. Wir bereiten uns auf den Abmarsch vor. Wir werden alle gehen. Ich lasse nur eine minimale Wache am Schiff zurück. Das sollte dann wohl reichen, um den Orks endgültig den Garaus zu machen. Okay. Worauf wartet ihr noch? Wir warten noch auf unsere Ausrüstung und Verpflegung. Dann brechen wir auf. Okay, den haben wir gequatscht, den haben wir gequatscht. Jetzt gehen wir mal kurz nach Lee.
wollte mal kurz mit Lee quatschen. Ja, ich glaube, mit Lee quatschen ist eine gute Idee. Von mir erfährt keiner, man weiß gar nicht mehr. Lee, und dann gehen wir zum Schmied. Das kann doch nicht wahr sein. Sag mir nicht, du hast... Der ist gerannt, als ob Bill ja selbst hinter ihm her wäre. Das war doch schon vorher klar. Oh, Gorn ist wieder da. Die Echsenmenschen verteilen Dracheneier übers ganze Land. Das hätte ich mir denken können. Es wird Zeit, dass wir hier verschwinden. Was soll ich jetzt damit machen? Zerschlagen, was sonst? Vielleicht kann man die Schale für den Rüstungsbau oder Ähnliches verwenden. Sie sieht ziemlich stabil aus. Sprich mal mit Bennett darüber. Ja, das hat er wirklich behauptet. Hab ich schon. Er ist gerannt, als ob Bill... Welche nur die Best... Oh, wow, Berserker-Axt 200. Das hat er doch vorher gewusst. Okay. Es war genauso, wie du sagst. Sag mir nicht, du hast das nicht gewusst. Gorn, was machst du denn wieder hier? Ich hab da meine eigene Meinung. Entspannst du dich? Klar, warum nicht? Die Drachen sind doch tot, oder? Der Fall ist ein wenig komplizierter. Muss man mal ganz kräftig wie immer. Sag Bescheid, wenn du meine Axt brauchst. Mach ich. Er ist gerannt, als ob Bill ja selbst hinter ihm her wäre. Ich bin ganz... Mach ich. Meinst du, mir geht es besser? Ich kann es glauben, was man hat. Immer wieder das Gleiche. So. Dann sprechen wir mal mit Bennett. Ich weiß langsam nicht mehr, was ich glauben soll. Hey! Interesse an weiteren Dracheneiern? Klar. Ich hab hier noch welche. Wo gräbst du die Dinger bloß aus? Viele dürften es nicht mehr sein. Ach ja, hier, dein Geld. Ich kann das nicht glauben. Immer noch nicht alle, tatsächlich. Hey, du. Meine Meinung will ja keiner hören. Viele dürften es nicht mehr sein. Also ich wüsste jetzt auf Anhieb. Das habe ich früher auch gemacht. Das ist eine schlimme Sache. Nur noch zwei Höhlen. Ich weiß langsam nicht mehr, was ich glauben soll. Ich habe gehört, dass er weiß ja nicht mal, wie er ein Schwert hält. Die haben wir, die haben meine wir. Meine Meinung will ja keiner hören. Das habe ich früher auch gemacht. Das habe ich noch gar nicht gewusst. Davon lasse ich lieber die Finger. Das kommt da oben haben wir auch. Wo war denn hier Hafenstadt? Das ist wirklich nicht mein Problem. Hafenstadt. Ich erzähl dir doch nicht. Wir haben immer noch nicht alle Dracheneier, okay. Das stört mich schon ein wenig. Das darfst du keinem erzählen. Wo könnten die denn noch sein? Eine Höhle. Also ich wüsste, wo ein, zwei Höhlen noch sind. An denen wir noch nicht waren. Sicher bin ich mir nicht. Warte mal, hier der eine Typ. Hat der wieder ein paar Zaubersprüche? Irgendwer muss die Arbeit ja machen. Das habe ich schon immer gesagt. Das ist ja schrecklich. Feuerfall. Wer sagt denn sowas? Golem. Das ist doch kein Geheimnis mehr. Der hat nur... Das ist ja schrecklich. Lebensenergie. Und es wird noch viel schlimmer. Warte mal. Zeig. Das ist mal wieder typisch. Elixier des Geistes, kurzzeitiges Sprinten. Ach, erzähl mir nicht sowas. Wirklich? Das ist ja interessant. Sollte lieber den Mund halten. Wenn ich es nicht. Warte mal, wir hatten noch einen Trank der Geschwindigkeit, ne? Wirklich? Das ist ja interessant. Er erzählt alles weiter. So, ein, zwei Minen hatten wir auf jeden Fall noch. Jetzt kriege ich dich! Halt die Schnauze.
Okay, die war es nicht. Die quasi schräg unter mir. Schräg unter mir. Wie komme ich denn da jetzt hin? Welche ist denn das? Ist das die unter der Brücke? Ich glaube, das ist die unter der Brücke, ne? Da waren wir auch, auf jeden Fall auch noch nicht. Hier sind aber keine. Da unten, nein, da kann ich mir nicht vorstellen. Aber jetzt wüsste ich nicht mehr, wo wir noch nicht waren. Was ist denn? Warte mal, da ist noch ein Teleportportal, ne? Sind da vielleicht noch welche? Kann ich mir nicht vorstellen, dass da welche drin sein sollen. Okay, hier sind noch ein Haufen Untote, aber den gehe ich trotzdem mal rein. Paladin Zweihänder. Wo ist er denn, Paladin Zweihänder? Hä? Da. 80-80, okay. Schwarzes Erz. Juwelenschatulle. Okay, nicht das, was ich mir erhofft habe, tatsächlich. Ich wüsste jetzt nicht, wo ich noch suchen soll. Ich bin mir sicher, dass ich alle Höhlen durchsucht habe. Okay, hier ist auch nichts. Könnte noch einmal gucken. Die eine links über mir, dann ist noch eine links über mir und die dritte dann schräg links über mir. Da könnte ich noch mal gucken. Ach nee, das war, nee, da war ich auch schon. Das war mit Akils Hof und den Schafen. Hey, ich weiß nicht, wo ich noch gucken soll. Ich war überall.
Wie konnte man denn, es gab zu dem Zweck eine Höhlenkarte. Ich gehe jetzt einmal ins Kloster. Da bin ich mal gespannt, was der feine Herr jetzt hier von sich gibt. Alle Drachen sind tot. Das ist wahrlich eine gute Nachricht. Es ändert jedoch nichts an unserer scheinbar aussichtslosen Situation. Die Suchenden sind immer noch nicht abgezogen. Ganz im Gegenteil. Mir kommen immer mehr Berichte zu Ohren, dass sich ihre Zahlen in den letzten Tagen sogar noch vermehrt haben sollen. Die Drachen zu töten alleine hat dem Feind noch keinen ausreichenden Schlag versetzt. Wir müssen das Übel an der Wurzel packen. Ich habe mit den Drachen gesprochen. Was haben sie gesagt? Sie sprachen unentwegt von der Macht ihres Meisters und dass dieser sich in den Hallen von Irdorath niedergelassen hat. Enos, stehe uns bei. Der Schwarze Tempel hat seine Macht zurückerlangt und schickt nun seine Schergen über unsere Welt. Was sind diese Hallen von Irdorath? Der östliche Beschwörungstempel des Gottes Belial. Es sind ihrer Zahl 4 im Lande Myrtana. Doch dieser ist der wohl furchteinflößendste Tempel von ihnen. Vor etwa 40 Jahren zerstörte man den nördlichen und westlichen Tempel dieser abscheulichen Gottheit. Die tapferen Ritter dieser Zeit hatten alles eingesetzt, um diese mächtigen Bauwerke dem Erdboden gleichzumachen. Die schwarzen Horden des Feindes hatten damals der Überzahl und dem Heldenmut der Ritter und Paladine nichts entgegenzusetzen. Es wäre ein leichtes gewesen, die beiden anderen Tempel auch zu zerstören, um das Land endgültig von dem Übel zu befreien. Doch sie waren nach dem Fall des zweiten Tempels einfach verschwunden. Verschwunden? Ein ganzer Tempel? Ach komm! Spotte nicht. Die Situation ist ernst. Wenn die Hallen von Irdorath tatsächlich wieder an Macht gewonnen haben, wird es schwierig, den Feind zu besiegen. Dazu müsstest du ihn erst einmal finden. Und ich denke, das wird deine nächste und schwierigste Aufgabe sein. Wir werden sehen. Das verloren geglaubte Buch von Xardas, wo ist es? Ich hatte mir schon gedacht, dass du danach fragen würdest. Aber ich fürchte, damit wirst du nichts anfangen können. Es ist magisch versiegelt worden. Ich habe es in unsere unteren Gewölbe gebracht. Und selbst wir haben bisher vergeblich versucht, es zu öffnen. Dieser verdammte Xardas hat sich da einen derben Scherz erlaubt. Kann ich das Buch sehen? Von mir aus? Ich kann mir nicht vorstellen, dass du da Erfolg hast, wo die größten Meister unseres Klosters gescheitert sind. Aber versuch es ruhig. Talamon wird dich nicht aufhalten. Wie wär's mit ein bisschen Segen? Ich könnte es gebrauchen. Möge Innos sein zwischen dir und dem Leid auf allen gottlosen Pfaden, die du beschreiten wirst. Danke. So, Talos, oder wie hieß der? Ein untere Gewölbe. Das hätte ich dir vorher sagen können. Da bin ich mal gespannt. Müssen wir hier rein? Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Jetzt rechts, ne? Es ist dir nicht gestattet, weiterzugehen. Kehr um! Pyroka sagt, dass ich das Buch von Xardas untersuchen darf. So, sagt er das. In Ordnung, du darfst eintreten. Das Buch, das du suchst, liegt dort drüben auf dem Alchemietisch. So einfach geht das. Ich hätte auch lügen können, du Knilch. Die Hallen von Irdogard. Oder Irdogar. Irdogar. Keine Ahnung. Xarak Bendardo. Ah, das Buch öffnet sich. Es ist ein Brief und ein Schlüssel in dem Buch versteckt. Und da habe ich den Zugang zur Bibliothek hinter einer Geheimtür versteckt.
um meine Aufzeichnung über die Tempel Belias zu schützen. Hätte meine Glaubensbrüder von der Existenz dieser Aufzeichnung gewusst, hätten diese verblendeten Narren sicher alles vernichtet. Jetzt wissen sie nicht mehr, als dass es diese Tempel einmal gegeben hat. Zur Sicherheit habe ich einige Diener zum Schutz der Bibliothek beschworen. Der Schlüssel öffnet die letzte Tür. Ein Zettel. Pfandbrief, Steckbrief. Da. Die Lampe bringt Licht in die unteren Gefilde. Ja, muss ich jetzt zu Xardas, wa? Quola-Platten. Ich muss hier irgendwo im Kloster. Okay. Nice. Ich würde sagen, in der nächsten Folge gehen wir da runter. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und bis bald. Tschüss.